Dann nehmen wir mal hier diesen Wandbelag. Nennt man es über Wandbelag? Ich glaube ja nicht. Naja, für uns ist jetzt ein Wandbelag auf jeden Fall ein schöner Wandbelag. So. Auf jeden Fall hübsch. Sehen wir bitte einmal das noch und eins in die Wände. So. So, und schon haben wir ein kleines Büro noch. Und dann stellen wir das hier hin. Den Briefkasten. Daneben. So. Dann kriegt das Büro noch ein Fenster. Ein schönes, großes müsste hier eigentlich... Oder eigentlich... Genau, so eins. So eins wollen wir haben. Ne, lieber ein Einer denn. Das passt denn ein bisschen besser. Geht es? Oh, es geht sogar. Jo, das geht sogar. So gut, oh, ein Schiebefenster. Man kann es auch übertreiben. Ah, sitzt ja noch nicht weit genug in der Öffentlichkeit, ja. Eigentlich sieht es ganz hübsch aus. Und hier dann nochmal. Ja, warum eigentlich nicht, ja? Sieht ja gar nicht so schlecht aus eigentlich. Oder wir machen das hier weg und machen die Höhe gibt es nicht. So, so, so. Dann die ganze Wand. So, schön. Dann hätten wir das eigentlich. Mal gucken. Ein Dach brauchen wir noch. Nehmen wir nochmal. Erstmal ein Dach, würde ich sagen, nehmen wir. Aber dann einiges weiter runter. So ein ganz kleines. Am besten noch einmal drehen noch. So. Und beginnen wir nochmal hier von vorn. Zack. Nee, gut so eigentlich. Was ist hier? Sollten wir da vielleicht auch ein Dach rüber machen, aber was für eins? Hier so eins, so ein ganz einfaches. Und ein Fenster? Was ist, achso, ich dachte schon. Dachte schon, da wäre ein Fenster mit dran. So. Ob das geht? Ja, das geht. Das ist nur ganz flach. So. Dann hätten wir das. Hier ist ja ein Schnieke. Sag jetzt bloß nichts Falsches. Hier, draußen. So. Dann kommt im Vorgarten noch irgendwas Kleines. Schniekes, was könnte man denn da hinstellen? Ging das nicht irgendwie, dass man mit... Wartet mal. Nee, irgendwie ging es doch größer zu machen, oder? Hier kann man es drehen. Hier kann es in eine andere Richtung drehen. Hier kann es zoomen. Gut zu wissen. Ups. Hui, sowas stellen wir uns so im Vorgarten. Nee, lieber nicht. Lieber nicht. So. Ein Pool wollen wir uns einen Pool hinmachen? Ich weiß ja nicht. Hier vielleicht so hier direkt dran. Zum Rausgehen und direkt im Pool reinspringen. Ja, passt auf, das machen wir. Aber sie werden es hier schickt. Nicht irgendwie, sondern... Sie habt ja jetzt Pools, ja. So. Das war jetzt teuer. Und dann nehmen wir hier solche... Schön Steinfliesen, die mir sehr gut gefallen eigentlich. Zack. Und da, et voilà, haben wir einen schönen Pool. Die Säule würde ich hier gerne ersetzen durch eine andere. Durch diese, die hier bitte. Ja, auf jeden Fall, hübsch.
Ich weiß nicht, ob der Rest des Hauses dazu passt, aber sonst ist es schon sehr hübsch. Was wir auf jeden Fall noch machen müssen, Newts den Laptop nach hier räumen. Nee, Laptop ist es ja nicht, das ist ja ein Stand-PC, ein richtig guter. Dann kann der Schreibtisch eigentlich so wie er ist weg. Dann will ich eigentlich hier gern so eine größere Couch eigentlich jetzt so eine luxuriösere Couch. Ey, wir können es uns ja leisten, ne? Die gefällt mir eigentlich richtig gut. Ruf das Mama jetzt einfach ja immer weg. Nehmen wir die nach hier. Der Fernseher, der kann auch gleich mit weg. Wenn wir hier schon einmal am Einrichten sind, dann richtig. Dafür. Ich weiß nicht, so teuer soll es dann auch nicht sein. Nehmen wir den. Ja, nehmen wir den. So. Und vielleicht. Nur vielleicht. Mal gucken. Müsste man echt gucken, wie das aussieht. Oh ja, das sieht geil aus. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Wir sollten auf jeden Fall mehr mit diesen Panoramafenstern arbeiten. Eins, zwei und schon hast du die Essensecke panoriert. Sagt man das so panoriert? Ich weiß es nicht. So. Ich finde ja, das muss ja alles heller werden. Was ich aber auch finde, ist, dass das Fenster hier mal weg kann. Da kommt jetzt mal ein vernünftiges hin. Sieht nicht gut aus. Da kommt hin ein stinknormales, würde ich sagen. So eins, wie wir da drüben hatten. Was war das denn für eins? So ein hässliches war das eigentlich eher. Ich will eigentlich gar nicht so unheimlich, gut, ich will jetzt nicht sagen, dass es unheimlich luxuriös hier ist. Aber ich will das gar nicht eigentlich so haben, wie es jetzt ist. Eigentlich will ich das gar nicht. Hier ist das Dach, was wir jetzt haben. Ich überlege, eine zweite Etage aufzubauen. Ist schon Zeit nicht drin, auf jeden Fall. Das hier wollte ich doch gerne mal. Nee, das sieht ja nicht mehr so gut aus. Aber ihr könnt noch ein Blümchen ans Fenster. Hier noch einmal. Zack, zack, wisst ihr hier, damit es schön hält. Nee, okay. Nehmen wir zurück mal in Live-Modus und gucken uns das Ganze mal an. Ob er denn da auch gut arbeiten kann, ja?